Im Endeffekt ist es nur Areal 1 in klein. Wow, Potter! Na ihr geilen Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Luna spielt Trash-Games ohne Wochenende, einfach unter der Woche. Wir machen heute auf jeden Fall mal ein bisschen geile Action, indem wir Rasen mähen. Und das Spiel ist wunderbar herrlich, Leute. Das ist das Beste. Guckt euch diese geile Ische an, wie sie da völlig verdreckt auf dem Rasenmäher sitzt. Und jetzt geht's los. Achtung, Ratten, Ratten in Sicht. Und wir starten direkt mit dem Turbo durch, Jawollowitz! Und mähen eine Runde und jetzt ab auf den Acker, Kinders! Yeah! Ist das geil, Alter Schwede, ey! Ich hau mal Speed rein. Wir wollen hier schnellstmöglich den geilen Rasen mähen. Ist das beste Spiel aller Zeiten. Was aber noch geiler ist als dieses Spiel, ist diese Physik. Achtet mal drauf, was ab und zu aus dem Feldkorps kommt. Das machen Ratten in der Natur natürlich auch. Die spawnen einfach ab und zu mal in der Luft. Um dann... Schwupp! Uns im Weg zu stehen. Wir fahren einfach drüber. Komm, komm doch, Ratter, komm doch. Oh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, hä? Aha, du kommst durch mich durch. So eine geile Ratte. Mein Gott, dieses Spiel ist aufregender als, ich weiß auch nicht, ey. Ist schon eins der spannendsten Spiele, die ich je gespielt habe, Kinders. Muss ich mal echt gestehen. Vor allem diese Minimap oben rechts hier mit der Maus. Diese Minimap ist der Hammer. Vor allem, dass die Maus die ganze Zeit allgemein im Bild ist, ist sowieso der Hammer. Ich liebe ja sowas. So, was gibt's hier im Spiel eigentlich zu tun? Im Endeffekt, wir Rasen mähen. Das ist die Aufgabe des Spiels. Wir mähen Rasen. Ist das geil oder ist das geil? Leute, scheiß mal auf Traktor-Simulator, den ich damals mal gespielt habe. Ach nee. Nach diesem ruhigen, entspannten Wochenende auf jeden Fall brauche ich mal wieder sowas hier. Freut mich nervenkitzlich. Was geht jetzt ab? Scheiß mal auf die ganzen Simulatoren wie Farming Simulator. Alter, wir sind Rasenmäher. Und wir haben so viele geile Felder hier vor uns. Da drüben ist der Wald. Der Wald des Todes. Und da sind Häuser. Komm, ich hab jetzt Bock, in die Häuser zu fahren. Ein bisschen wii, richtig driften. Alter, guckt euch mal diesen Burnout an, Alter. Ich habe hier richtig Tricks drauf, Mann. Das ist ein Spiel, da lohnt es sich doch direkt reinzuschalten. Ohne Scheiß. Es war ein ganz anderes Feld, aber danke für das Kreuz. So. Und das ist das Dorf. Hier wohnen auf jeden Fall mittelalterliche Bauern mit einem modernen Traktor. Denn so sehen Dörfer heutzutage immer aus. Das ist definitiv original korrekte Physik. Korrekte Physik vor allem. Korrektes Spiel. Alter, wie viele Areale es hier gibt. Es ist unglaublich. Wie riesig einfach mal diese Welt ist. Es ist Open World Rasenmäher-Action. Alter, wer hat nicht schon immer davon geträumt? Breitbeinig, halbnackig, mit faltigen Titten aus so einem riesigen Dings zu sitzen. Wie so ein buckliger Bauer, komplett, also ich sitze auch immer so auf meinem Traktor zu Hause, immer komplett im BH, weil ich habe ja auch Boobs, wie ihr wisst. Und dann geht's richtig ab, Alter. Oh, guck mal da drüben. Da ist bestimmt ein Secret. Ich habe doch genug Fuel. Wir fahren da jetzt rüber. Vor allem haben wir sogar eine Health Bar. Jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, wofür ist eine fucking Health Bar da? Ich habe keinen Plan. Aber guck mal, hier ist der Wald. Wir fahren einfach mal mit dem Traktor in den Wald. Der Traktor vor allem mit dem Dings hier in den Wald rein. Und vielleicht finden wir hier irgendwie irgendwelche Secrets. Oder guck mal, ey, ich habe jetzt Bock. Weil hier ist bestimmt nichts mehr. Über die Grenze zu fahren. Da kommt man bestimmt hoch. So, Alter, wir fahren hier richtig schön mit dem Ding den Berg hoch. Hat auf jeden Fall genug Kraft, das Ding. Um einfach mal so bergaufwärts. Nein, hallo. Spiel, ich möchte gerne da hoch. Lässt du mich nicht hoch? Dann fahre ich halt rückwärts. Rückwärts geht's immer. Alter, lass mich doch mal jetzt da hoch. Ich will... Lass mich! Viva Las Vegas! Hui! Yippie! Das Ding geht ab! Alter, ist das ein Geschaukel hier? Ich will da hoch, lass mich über die Mauer. Oh, ist da eine unsichtbare Mauer? Hast du da einfach eine unsichtbare Mauer platziert? Spielentwickler? Das wäre aber nicht fein. Manu! Na gut. Dann drifte ich halt hier den Berg so ein bisschen seitwärts lang. Vielleicht finde ich ja hier irgendwie ein halbes Secret oder sowas. Alter, ist das geil. Ist das geil. Opa. Rückwärts habe ich gemerkt, kann man teilweise besser fahren als vorwärts. Jawoll! Alte Männer husten. Nee, scheiß drauf, wir nehmen jetzt Waterland. Auf geht's. Engine starten. Alter, diese FPS geht teilweise so krass runter. So, was ist jetzt hier an Water? Ich habe keine Ahnung.
Hab ich da gerade was im Wald gesehen? Da leuchtet was. Seht ihr das auch? Ein goldener Haufen Kacke. Was ist das denn? Was zum Arsch haben wir hier? Heu? Berge? Steine? Moorland! Wie geil ist das denn? Finde den goldenen Meer! Okay. Das Spiel? Ich darf nicht. Wie ihr seht, funktioniert die Engine auf einmal nicht mehr. Es hat sich scheinbar verabschiedet. Alles klar, ich starte das Spiel kurz neu. Wir sind gleich wieder für euch da. Vor allem wir. Ich rede schon in der Mehrzahl von mir. So, liebe Kinder, meine Engine startet wieder. Es kann losgehen. Wir holen uns jetzt den goldenen Rasenmäher. Den goldenen Schnatz, den fangen wir uns jetzt. Die Physik ist auf jeden Fall brechend gut. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall mal was Goldenes. Und ich will den goldenen Schnatz haben. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Jawohl. Liebe Kinder, wo ist denn der goldene? Ich glaube, da hinten ist er schon, oder? Weil das hier ist gelb. Kann ich hier zwischendurch? Ist das da drüben der goldene? Alter, wie viele geile Rasenmäher hier stehen. Alles mega perfekt. Ja, er sieht golden aus. Jawohl, wir können den goldenen. Da kriegen wir dann ein Achievement oder irgendwas geschenkt oder so. Wäre auf jeden Fall ziemlich fresh. Und ich habe ihn. You are Grand Champion of Lawnmower. Okay. Was ist denn in der Grass Area? Oh, die Musik wird unverheißungsvoll, Leute. Die Musik ist böse. Hier sind scheinbar viele Feinde, die uns unser Leben zerstören wollen. Im Endeffekt ist es nur Areal 1 in klein. Wow, Putter! Eine Ratte, die aus dem Boden schießt, hat einfach mal eine Kraft, Alter, den Riesen. Ich will das nochmal, komm. Und hoch mit dir. Und bitte. Yippie! Ist das geil. Oh mein fucking Gott. Was haben diese Ratten für eine Kraft? Komm, Ratte. Schieb mich hoch. Schieb mich hoch. Und jetzt geht's los. Ratte, Power, Tackle, setz Radfratz. Radfratz, setz Tackle ein, jawohl. Geil. So, liebe Kinder. Factory Area. Auch noch wieder ein Feld und im Hintergrund sind ein paar Industriegebäude. Spannend. Absolut grotesk und spannend, dieses Spiel. Ich habe jetzt keinen Bock auf Rasenmähen, ich will mich in der Factory umgucken. Warum hatten eigentlich die ersten zwei Gebiete keinen Sound und die haben auf einmal Musik? Das Spiel ist so geil, fertig, ey. Beste Physik, hier ist nichts im Weg und trotzdem... Also im Prinzip ist es nur ein Haus mit ein paar Autos drinne. Nicht wirklich Factory. Die Fenster beben, Alter. Hier ist ein Alter, die Fenster. Erdbeben. Was geht denn? In Deutschland geht der wieder um. Hier kommt man nicht durch. Das ist nur aufgemalt. Okay. Wisst ihr was? Hier ist geil Platz zum Breakdancen. Ich zieh jetzt einfach nur ein paar Wheelies durch. So, an der Stelle verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein wunderbares Spiel. Man sieht sich, hört sich, riecht sich, schmeckt sich. Bis die Tage. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bla 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 bla.